Lieber Kerl, ganz genau hier in diesem Stadion, da wo die Zebras zu Hause sind, da brauchen sie Erfolg. Niederlagen in 11 Spielen gehen und der kommt hier sofort an den Ball. 12. Minute, der Ball abgefälscht von Lohkämper, der die Hände hinter den Rücken hält. Und dann geht die Kuh. Dann die 22. Minute, Achtung, in der Mitte raus liegen. Schocksekunde auf beiden Seiten. Beide mussten behandelt werden. Hier sehen wir es, die Nummer 3 und die Nummer 11. Die Köpfe rauschen zusammen. Heiß plötzlich stattfand. 39. Minute. Lohkämper, klasse Abschluss. Und wir werden sehen, Wiedwald hat noch die Hand an den Ball bekommen. Vielleicht wäre die Kugel an Sonntball. Irgendwie landet die Kugel bei Preisinger, der zuletzt getroffen hat. Einen Freistoß für Magdeburg. Auch diese Chance war bis zu Laprévot. Direkt Abnahme und dann steht Nauber im Weg. Auch diese Chance vergeben. Thorsten Lieberknecht wusste natürlich ganz genau von unserem. Das hat sich mit Sicherheit auch die Legende Ennard Dietz. Ihm zunächst die Gäste Bülter, der als Rechtsverteidiger begonnen hatte, dann ins Mittelfeld gegangen war mit engagierter Aktion, mit gutem Abschnitt ging im Spielgeschehen. Hier der Zweikampf Erdmann gegen Nielsen und dann bleibt der Magdeburger liegen, rollt sich über den Rasen. Es gibt auch den Freistoß. Die Duisburger reklamieren, Nielsen alles allem voran. Aber wir schauen mal genau hin, was Nielsen da macht. Achte, Sosa bereitet den Angriff klasse vor, schließt auch ab nach der Flanke von Engin. Schönster Angriff des MSV in dieser Partie bis zu diesem Zeitpunkt. Sosa macht das Brill. Leverenz in der Partie. Leverenz ist auch zur Stelle, aber er kriegt den Ball nicht rein. Immer Wiegel hier gegen Pertl und Pertl langt zu gegen einen Gegenspieler, der sich wegbewegt vom Tor. Pertl, der ehemalige Freistoß, das können sie. Wolze, Heiri, unglaublich, der Ball ist drin und der MSV Duisburg führt mit 1:0. Ennard Dietz kann es nicht fassen. Heiri, der Mann, der sich im ersten Durchgang verletzt hat, der die Zähne zusammengebissen hat, um weiterzumachen. Er wuchtet hier den Ball rein. Bülter berührt vielleicht noch. 1:0 für den MSV Duisburg. Glanzlos, aber das ist völlig egal. Dieses 1:0 ist so wichtig. Die Zebras sind wieder da. Und ganz Magdeburg leidet. Paul Seguin.